Jan-Philipp Albrecht hat das Twin Data Center von Dataport besucht. Der neue Digitalisierungsminister von Schleswig-Holstein machte sich selbst ein Bild vom besonderen Schutz unseres Rechenzentrums für die öffentliche Verwaltung. Ja, wichtig ist erstmal, dass wir überhaupt eine Sicherheit im System haben. Das heißt also, dass klar ist, wer hat eigentlich Zugriff auf welche Daten. Sonst kann man sich jede Regel darauf sparen, weil niemand kontrollieren kann, was überhaupt mit den Daten passiert. Aber dann geht es eben auch darum, Verarbeitungswege schneller zu machen, um eben Dienstleistungen nicht nur für denjenigen, der Daten verarbeiten will, sondern auch derjenige, der vielleicht Datenschutzrechte ausüben will oder seine eigenen Daten runterladen will, zur Verfügung zu stellen. Die Anforderungen an die IT beschreibt der Minister so. Viel geht einfach heute um Kompatibilität, dass es also möglich ist, unterschiedlichste Anwendungen auf gemeinsamen Systemen laufen zu lassen. Das heißt, die Systeme müssen so ausgestaltet sein, dass sie auch unterschiedliche Standards akzeptieren können, dass wir möglichst auch offene und transparente Verfahren und Standards haben, weil gerade bei Kommunen oder auch kleineren Einheiten, die Digitalisierungsprozesse fahren, natürlich ganz unterschiedliche Anforderungen zusammenkommen. Und das ist das, was wir hier versuchen, auch stärker umzusetzen und am Ende aber trotzdem auch Effizienz dabei zu leisten, also möglichst Synergien zu nutzen und gemeinsam die Dinge voranzubringen. Denn Digitalisierung kostet auch viel Geld und ist auch viel Einsatz.